Ja, das Ganze wird noch ein bisschen komplizierter, wenn wir also verschiedene Organismen betrachten. Und das hier ist die Verteilung von Fischen. Das ist hauptsächlich, nicht ausschließlich, hauptsächlich die Plötze, Rutilus rutilus, in diesem See in Masuri, im Goldopivo-See. Und da kommt noch eine Mückenlarve vor, Carouborus flavicans. Sie sehen hier oben links ein kleines Profil. Der Sauerstoff ist bei 10 Meter bereits verschwunden. Das heißt, wir haben einen großen anaeroben Teil. Und Carouborus flavicans hat eben die Fähigkeit, sich über längere Zeit, also über Stunden, auch im anaeroben Teil aufzuhalten und kommt ab und zu natürlich in den anaeroben Bereich des Sees, um seine Reserven aufzufüllen. Und die Fische, das sieht man an der obersten Grafik, da sehen Sie noch rechts das Symbol, die Sonne steht hoch, 17 Uhr. Die Fische bewegen sich abends ins Freiwasser. Bei 17 Uhr sieht man nur ein paar kleine Echosignale. Bei 20 Uhr, bei Sonnenuntergang, gehen diese Fische langsam ins Freiwasser. Die Mückenlarven steigen, das sieht man unten, in diesem Bereich steigen aus dem anaeroben Sediment empor, bleiben aber bis 20:40 Uhr unter 20 Meter Tiefe. Die bleiben also immer noch im anaeroben Bereich. Dann steigt dieser Carouborus flavicans um 21:20 Uhr, steigt er bis auf unter 10 Meter Tiefe auf. Die Fische bewegen sich aber weiter ins Freiwasser. Und um 21:40 Uhr bildet dann dieser Carouborus flavicans einen dichten Haufen unterhalb von 5 Meter und beginnt dort Zooplankton zu fressen. Das ist also seine Strategie. Er muss bei Tag muss er also runter ins dunkle Anaerobe, um nicht von Fischen gesehen zu werden. Und wenn es dann wirklich Nacht wird, Sie sehen das an dem Symbol, nachts 22 Uhr, nach 22 Uhr, da kann man die Plötzen und diesen Carouborus gar nicht mehr unterscheiden. Die Plötzen können ihn nicht sehen in der Dunkelheit, also die können praktisch im gleichen Bereich ihre Nahrung suchen. Noch eine interessante Entdeckung wurde dann gemacht, wie reagieren denn Fische, Friedfische, wenn ein Räuber anwesend ist, dann weiß man, dass diese Fische sich eher ja, in der Ufervegetation aufhalten und nicht ins Freiwasser gehen. Und hier hat man das gemacht mit einem kleinen Weißfisch, Jungfische von Alburnus alburnus. Die reagieren bereits auf den Geruch des Räubers. Also der Räuber muss gar nicht in dem Becken sein, wo sie sich aufhalten. Es genügt, wenn man also Wasser, in dem Hecht gehalten wurde, hier eingeleitet wurde. Der Hecht war nie zu sehen, war nie vorhanden. Und man sieht, wenn der Hecht da ist, dann bleiben die Fische in ihrem Versteck und gehen nur nachts. Das wären also die schwarzen Symbole hier, gehen nachts aus ihrem Versteck raus, um Zooplankton zu fangen. Und wenn kein Hecht, also kein Hecht spürbar und wahrnehmbar ist, also ohne Hecht Wasser, dann machen sie das nicht, dann bleiben sie also in der Entfernung, gehen also aus ihrem Versteck hervor und fressen im freien Wasser. Ja, wie wirkt sich jetzt das Ganze auf das Zooplankton aus? Wenn wir diese drei Modelle uns anschauen, dann sehen wir, dass Gliwice hier drei Dinge unterschieden hat. Links wäre also die Zooplanktondichte, also die Häufigkeit und die Community Structure, also die Zusammensetzung dieser Gesellschaften. B wäre die Population Density, also die Dichte der Population. Und C wäre also Individual Life History and Behavior, das heißt also die Verhaltensänderung. Und hier hat er zwei Dinge, die das limitieren. Das wäre von oben nach unten, also top-down, natürlich der Räuberdruck, Predation. Und von unten nach oben, also bottom-up, wäre die Limitierung durch Nahrung. Und er untersucht jetzt eben, wie sich also beide Faktoren auf diese drei verschiedenen Dinge auswirken. Also wie ist die Zusammensetzung der Population,
wie hoch ist die Dichte und wie verändert sich das Verhalten, wenn man einmal bottom-up und einmal top-down Druck auf diese Populationen ausübt. Und das ist hier in dieser Grafik also sehr, sehr gut dargestellt. Und zwar sieht man hier die Größenverteilung links, Size Distribution, und rechts die Gelegegröße. Also wie viele Eier legt so ein Weibchen in ein Gelege ab? Und hier haben wir also schwarz dargestellt in der linken Grafik die eitragenden Weibchen, die sind extra noch schwarz dargestellt. Wir haben also hier die Situation von verschiedenen Seen. Das ist also in Portugal gemacht worden, in Seen, wo es ganz oben in dem Irmão gibt es also keinen Räuberdruck. Im Serrano gibt es Koppeboden, also Zooplankton. Im Escura gibt es also Koppeboden und Fisch. Und im Ferro und im Viriato gibt es also immer stärkeren Fischdruck. Und das wirkt sich eben auf die Zusammensetzung dieser Zooplankton aus. Man sieht, je höher der Fischdruck ist, desto geringer ist die Körpergröße. Das sieht man auf der linken Seite, die Körpergröße wird geringer. Und je höher dieser Druck von oben ist, also diese Predation, desto stärker wird also auch die Gelegegröße reduziert. Das heißt, das Gelege, die Eier, die diese Weibchen mit sich tragen, die tragen natürlich auch zur Sichtbarkeit bei. Und je stärker der Fischdruck ist, desto geringer wird dieses Gelegegröße.